So, ihr Bub, ich hab's gepackt. Fragt mich bitte nicht wie, aber ich hab's tatsächlich gepackt. Bitte, folge mir. Ich nehm noch vorher den Scheiß damit. Und zwar war das mit so einem Art Blitzding, wo ich dem darüber geschickt hab. Wir sind fast da. Sag mal, wie fühlt es sich an, wenn sich das Lebenswerk gegen einen richtet? Ich entschied mich, es anders zu betrachten. Die Locusts strebten nach Unabhängigkeit. Mirror wies ihnen den Weg. Also wenn ihr mich fragt, auf deine Großmutter. Wenn ihr mich fragt, lockt der uns in eine Falle, verdammte Scheiße. Sag ich jetzt einfach mal. Die Matriarchin entstand aus den Stammzellen deiner Großmutter und seiner DNA. Dank diesem Gerät lernte Mirror, ihre Kräfte zu kontrollieren. Aber wir können damit auch deine Bindung kappen, wenn du willst. Wie funktioniert das? Indem ich dein Hirn leicht beschädige. Wie bitte? Was heißt ihr Hirn leicht beschädigen? Ihre Verbindung zu den Locusts basiert auf einem genetischen Algorithmus in ihrem Temporallab. Diese Änderung bedarf einer Betäubung, würde ich sagen. Wie eine Lobotomie. Eine Lobotomie ist sehr invasiv. Das hier ist gezielt. Während ich arbeite, wird die Matriarchin deinen Verstand steuern, unbemerkt, zu seinem Ziel. Okay. Also gut. Nein. Das lässt du schön bleiben. Ich traue dem Teil nicht. Dann beobachte ihn. Aber ich muss das tun. Ich verliere die Kontrolle. Ich will niemandem mehr schaden. Verstanden? Verstanden. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Du klar, bin ich noch nicht so ganz drauf. Schmerzlos wie möglich zu machen. Ja, das warte ich dir. Ich würde sagen, der möchte es noch schlimmer, habe ich das dumme Gefühl. Aber auf mich hört ja keiner. Ich mache im Moment immer gar nichts, ne? Also es geht alles von allein. Das ist ja mal ein riesen hässliches Viech. Schon gut. Ich bin hier. Irgendwie wird es nicht funktionieren. Irgendwas möchte er, dass es nicht funktioniert oder dass es noch schlimmer wird oder keine Ahnung. Ich trau der Sache nicht. Mom. Niles, wo willst du hin? Niles, stopp!
passiert? Hab's gewusst. Jack, komm hierher und schalte das ab. Weg, weg, weg da. Irgendwas für den Schuh. Kate! Kate! Hey, bei dir alles okay? Ja, ja, aber... Okay, komm schon, wir besprechen das später. Nein, warte. Er hat mich benutzt. Meine Mutter, sie lebt noch. Was? Es war nicht wirklich sie, aber irgendwie schon. Wo ist er? Notfallabriegelung aktiviert. Na los, er ist hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Also ich mach noch gar nichts. Ihm nach! Komm zurück, Niles! Verfluchte Scheiße! Du verstehst sicher, wie gütig ich zu dir bin. Du bist nicht mehr anfällig für den Schwarmverstand und deine Mutter wurde erweckt. Tja, sozusagen. Oh, den Scheißkerl mach ich kalt! Ich glaube nicht, dass er uns hört. Ist mir scheißegal. Kryogenik-Abriegelung beginnt. Verlassen Sie sofort das Labor. Scheiße. Wir müssen es stoppen. Such nach einem Weg durch. Nimm die. Moment mal. Wir müssen durch das Eis. Was? Ach, da steht die Hine. Finden Sie raus, wo Niles ist, heben Sie die Sperre auf. Leck mich doch am Arsch. Zum Geier ist meine Knarre. Ich lasse ihn bezahlen. Du wirst bloß erfrieren, wenn wir diese Abriegelung nicht aufheben. Jack, Schockfalle. Hey, check die Leiche. Was? Es wird kälter. Wir müssen was unternehmen. Irgendwas muss ich doch machen. Die Abriegelung muss ich doch aufheben lassen. Scheiße! Ich glaube, das war Niles. Dann pack seine Hand auf den Scanner. Identifizierung. Direktor Niles Sampson. Genehmigt. Kryogenik-Abriegelung eingestellt. Von wegen Industrieunfall. Er hat den ganzen Laden hier tiefgekühlt, bevor er verblutet ist.
Der Matriarchin ist weg. Das dürfte sicher kein Problem sein. Finden wir einfach nein. Komm. Die Befreiung der Matriarchin war unklug. Dafür stirbst du. Das heißt, du wirst nie wieder die Erhabenheit deiner Mutter erblicken. So verwandelt. Ich werde dich töten, Niles! Ja, was ist mit dem anderen Johnny? Kümmert der nicht, oder was? Hilf mir mal beim Heben! Kontrollpunkt. Kate, sehr gut. Sagst du mir, wovon zum Henker Niles da redet? Später. Erst ist Niles an der Reihe. Ein Kind braucht Spielgefährten. Viel Spaß. Das war so klar. Das war sowas von klar. Machen wir sie fertig. Ja, leck mich doch! Das ist ein Eisstrahl! Ja, da kommst du mal her, Säcke! Bin getroffen! Brauche hier Hilfe! Was? Meine! Wisst ihr, was ihr nicht versteht? Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden. Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte zu überstehen. Sie können sich zurückziehen oder ruhen, aber sie kommen immer wieder. Dafür haben wir gesorgt. Ich freue mich darauf, dem Mülleimer das Maul zu stopfen. Volltreffer. Volltreffer. Okay, das hätten wir geschafft. Dann müssen wir weiter. Niles darf nicht entwischen. Immerhin 165. Dieses Scheißrohr. Noch eine andere Knarre, wo man nehmen kann. Was ist das? Da hinten ist noch was. Longshot. Also. Muni. Ja, sind immerhin. Ah! Mal gucken, was die alle für Munition haben. Ah! Oh, Schlittergranate, danke.
Das ist ja toll. Ach, da. Oh, versperrt. Das muss irgendwie aufgehen. Zack, Impuls. Vielleicht kann Jack was machen. Ah! Jack, sieh mal, wo das hin ist. Kate, mehr Locust im Anmarsch! Dann halt sie auf! Hey Jack, lass dir nicht zu viel Zeit! Ich glaube, da könnten wir demolieren. Zeit zu gehen. Ja, ich wollte. Ja. Nichts geht also aus der Lade. Ich hab kurz Zeit, um das nachzuklicken. Wo zum Teufel ist Niles? Meine Güte. Offenbar hat jemand meine Sires aus ihrer langen Ruhephase geweckt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Del, bereit machen! Lass mich raten, dieses blöde Viech kümpft gleich wieder. Scheiße! Von nahen sind sie noch. Runde mit Schießen. Scheiße! Ich komme, Kate!
Das waren alle. Dann weiter, Niles hinterher. Na los. Hey, Niles! Wir sind noch da! Ich glaube echt nicht, dass er dich hört. Ist mir echt egal. Tja, ich denke wohl, dass wir da vorne raus müssen, ne? Oder auch nicht, ne? Kann das sein, dass ich in die falsche Richtung laufe? Los, öffnen wir sie! Oder auch nicht! Definitiv dieses Gerät hier mit. Meiner Sires an Selbsterhaltung war immer mangelhaft. Aber seid versichert, der Matriarchin entkommt ihr nicht. Es wäre echt schön, wenn ich meine Lenser wieder kriege. Niles verliert irgendwas. Anscheinend ist er hier lang. Wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Halt! Da ist er! Verdammt! Jack! Schock es! Komm, mach auf das Ding! Na los, komm schon! Anscheinend schon genug. Direkt hinter dir, Niles. Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Der Planet gehört ihnen. Bist du okay?
mag die Kälte nicht. Hier in den Abfall. Leck mich am Arsch! Was für ein krankes Ding, ey. Na los, steh auf! Ja, halt zumindest schon mal ein bisschen was verloren, ne? Kate!
Scheiße! Du Arschloch! Mehr. Pass auf, pass auf! Komm schon! Der Arsch, der bringt dir gar nichts, die blöde Drecksau! Der scheiß Kick-Down-Auto! Nein! Gibt's nicht, oder? Ihr Wichser! Ja, lebt! Da! Auf dem Rücken! Hey! Ich weiß, wo du bist! Scheiße! Da kommt sie! Mach dich für dich! Scheiße, Mann! Du wirst es überleben. Wo ist denn dieses blöde Mistding? Wo ist dieser Kälteschocker? Da hinten. Nee, doch nicht. Komm in die Hause rum, ich glaub's nicht! Gar nicht gut! Sie kommt zu dir! Wo dieser scheiß Kälteschocker ist. Was ist denn dieses blöde Mistding? Ohne den haben wir keine Chance. Na gut, der ist schon mal halb.
doch ein bisschen mehr. Ja, Mann, das war ein gutes Ding. Du musst da weg. Der hat nicht mehr viel Energie. Gut, haben wir wieder genug Munition. Er hat nicht mehr viel Energie. Das Ding ist eine Verbindung zu mir, was? Zugleich schalte ich dich aus. Ich glaube, ich hab's. Alter, leck mich am Arsch. Ey, das war echt ein übler Kampf, ey. Wir wollten hier alles gerade biegen, aber ich hab's noch schlimmer gemacht. Und du bist sicher, dass es echt war? Das war's. Okay, vielleicht wird sie uns, ich weiß nicht, irgendwie helfen. Würde sie, wenn sie könnte. Aber sie ist nicht mehr meine Mutter. Und wer ist sie dann? Ihre Königin. Komm schon, lass uns verschwinden. Boah, Alter, war das ein harter Kampf, ey. Yo, ich...
Fakt ist einmal eins, das Video hat jetzt halt einmal ein bisschen länger gedauert. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Wenn sie ihre Königin haben und Nines Vorhersage sich bewahrheitet, brauchen wir einen neuen Plan. Nein, wir brauchen den alten Plan. Und den Hammer der Morgenröte. Oh, Gott sei Dank. Braucht ihr vielleicht ein Taxi? Wie habt ihr uns gefunden? Glaubst du, ich überlasse dir eine einzigartige Technologie und kann sie nicht bis zum Mittelpunkt des Planeten verfolgen? Ja, ja, schon gut. Und apropos einzigartig, hilf mir mal mit dem Skiff. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja. Und jetzt müssen wir es töten. Ist sie... Du weißt schon, okay? Nicht wirklich. Aber ich hab da mal eine Frage. Wie lange wird es dauern, den Hammer der Morgenröte zu aktivieren? Lustig, dass du fragst. Die Festplatte, die du vor ein paar Monaten gefunden hast, über die UUR. Ja? Interessantes Zeug. Wie interessant? Wirst du sehen. Ich hab zum Glück einen alten UUR-Kontaktmann. Ab nach Hause, Sam. Klasse, Tim. So, und genau hier machen wir jetzt einen Cut rein. Ich denke mal, dass jetzt dann Akt 3 kommt. 4 gab es ja. Und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage hier an dieser Stelle danke fürs Einschalten und ciao mit V und bis zum nächsten Mal.